Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Viva Pinata für die Xbox 360. Ja, es gibt eigentlich nicht viel zu reden, deswegen beginnen wir mal direkt mit Gartenspielen. Gartenladen, Small Feather, Garten betreten. Okay, schön, dass wir es geklärt haben. Wenn deine fliegenden Pinatas erhöht auf etwas sitzen, kannst du ihre Sitzgelegenheit antippen und sie fliegen zum Boden herunter. Okay, je mehr Erfahrung du sammelst, desto bessere Gießkanne kannst du den Kostolotz-Laden erwerben und so. Ja, leider gibt's leider nicht so, leider gibt's nicht so viel zu sagen, auch jetzt hier so neue Pinatas benennen. Du Scheißteil! Wollte keiner so richtig, hat mir keinen letzten Namen gegeben oder sowas, daher gibt's da jetzt leider nicht viel zu erklären. Was ich mal machen könnte, wäre mal hier so die ganzen. Also hier haben wir Perwoll, die habe ich so genannt. Da hat mir keiner den Namen gegeben. Da ist nichts unterwegs. Hier haben wir auch die Taube, die coole. Hier haben wir unsere Chicas an alle, die noch keinen Namen verteilt haben wollten. Was haben wir hier? Der Peluri. Hallo Peluri. Und den Impi haben wir auch noch hier am Rumdödeln. Dann haben wir noch den Raisin 2. Und wo haben wir denn? Da, Aleko. Hallo Aleko. Wo haben wir denn? Kasim und Kasims Freundin von Kasim haben wir hier. Ich habe den Namen leider immer noch nicht von ihr. Ich habe keine Ahnung. Scheiß Vieh, Alter. Los, verwandeln dich, damit ich dich verkaufen kann, du blödes Rindvieh. Ich mag keine Tafflis, nur damit ihr Bescheid wisst. Was ist denn das? Das ist aber was ganz und gar nicht korrekt. Hoppala! Oh, jetzt ist er weg. So ein Scheiß aber auch. So. Oh, der Katze gefällt das. Katzen mögen auch kein Wasser. Perwoll, was bist du denn für eine Katze? Pizza dem fucking Z-Sound. Ja. Naja. 27.11.13. Ja, ich habe mir so ein, zwei Sachen mal rausgesucht, mit denen ich vielleicht mal drüber reden könnte. Die eine Sache ist halt mal zu erklären, warum sonntags. Normalerweise habe ich sonntags halt meinen Retro-Tag in der Art und Weise. Leider ist Sonntag bei mir extrem stark besetzt, sozusagen. Wo ich halt wirklich keine Zeit habe, weil ich auch den ganzen Tag unterwegs bin. Und ich habe halt keinen Bock, meinen ganzen Tag meinen Computer halt laufen zu lassen, damit er für 30 Minuten was hochlädt. Und dann ist das die ganze Zeit ohne Grund an. Das finde ich dumm. Aus dem einfachen Grund, morgens früh beginnt für mich der Tag so um 10 Uhr. Also 9 Uhr wache ich auf. Um 10 Uhr bin ich bei der Hundepension und helfe dort ein bisschen aus. Mach dort ein bisschen mit den Hunden spazieren gehen und sowas. Hast du nicht gesehen? So das Standardmäßige halt. Und bin es 12 Uhr meistens, danach haue ich dann zu meinen Eltern ab, mache da Frühstück und sowas, bisschen da rumgammeln. Und danach so meistens um 2, 3 gehe ich dann meistens noch zu einem Kumpel, zu seiner und seiner Frau, zu meinem Kumpel und Kumpeline. Und dödel da nochmal fast den Rest des Tages rum. Und wie gesagt, da bleibt halt nicht viel Zeit. Da jetzt großartig irgendwas noch zu machen. Jetzt habe ich noch was vor. Das ist Zupfen, ne? Das ist weglegen, genau. Ich krieg's nicht hin. So. Ja, ich habe ja die Befürchtung, dass wir zu wenig Gras für den Nutgard haben. Dass er deswegen halt nicht hier reinkommt. Zur Zeit. Deswegen noch ein bisschen mehr. Den Rasen gemacht.
wird das passen. Hier. Ach, das Salvas. Die Salvas und den Domi. Wenn ihr euch begrüßt. Hi Domi, hi Salvas. Freut mich, dass ihr hier seid. Voller Begeisterung. Nicht zopfen, schütten. Ja, guck mal hier, kann man hier nichts mehr machen. Nee, hier kann man nichts mehr machen. Hier ist auch Dichte. So, schön hier alles nochmal drüber schütten. Das ist auch so viel wie möglich halt Rasen ist, damit eigentlich mal das Donut hier reinkommt. Da möchte ich aber gerne so lassen. Ja, es soll eigentlich ein Blumengarten sein, aber wir haben nicht genug Platz und wer weiß, was noch alles kommt. Daher belassen wir es erstmal dabei. Was haben wir hier? Moddrop. Haben wir nicht auch noch einen Moddrop so irgendwas genannt? Ne, Moddrop haben wir also noch nicht benannt. Also seht Leute, es ist noch genug Platz, um Namen zu vergeben. Es sind noch genug Viecher da dafür. Und es kommen auf jeden Fall noch welche dazu. So, das haben wir jetzt erstmal alles hier. Ich wollte gerade sagen. Also wir haben für das Guba und für das Raspberry haben wir leider noch keine Behausung. Jetzt bin ich gerade am überlegen, was war nochmal das eine Thema, was ich ansprechen wollte. Ach ja, genau, Schleichwerbung oder Eigenwerbung auf YouTube. Ich hatte da mit einem Kollegen eine Diskussion, wer oder was der, wer es war, muss ich jetzt nicht so preisgeben. Das ist ja auch eigentlich vollkommen unwichtig. Wir sind aber nur unterschiedlicher Meinung. Er meinte halt die ganze Zeit, ich sollte Werbung für meinen Kanal machen, ich sollte auf den Kanal draufgehen und sagen, ich will ja nicht nerven, aber ich habe den und den Kanal, schaut mal drauf, was sie dazu meint. Das ist aber für mich halt schon nerven. Ja, ich will ja nicht nerven, aber das und das steht ist bei mir. Ich weiß, es ist. Er hat natürlich recht. Man kann natürlich schreiben. Ja, Leute, ich habe auch so ein Let's Play. Vielleicht könnt ihr mir mal eure Meinung dazu posten. Ja, das ist so eine zwiegespaltene Sache. Das ist wirklich einfach nur. Man möchte halt Feedback haben in der Art und Weise. Aber ja. Ob ich es jetzt auf meinem Kanal haben möchte, zum Beispiel, weiß ich gar nicht. Und mir geht's ja selber auf den Semmel, wenn ich dann unter den ganzen anderen YouTubern sehe, oh, ich habe das und das auch gemacht, schaut es bei mir an. Und dann so eine penetrante Ansage, die jedes Mal da kommt, wo du dann auch keinen Bock hast mehr. Und deswegen mache ich das auch so ungern. Ich schreibe auch ungern irgendwelche anderen YouTuber an und sage, hier kannst du vielleicht mal bei mir gucken, hast nicht gesehen. Das mache ich total ungern. Und einer hat mal gesagt, ja, das kann ich mal für dich mal machen. Hier, schaut mal bei dem und dem vorbei. Hab ich auch gesagt, bitte lass das sein. Also, mir würde das auf den Semmel gehen. Und hat er zum Glück akzeptiert, hat er auch nicht so weiter gemacht. Ich habe mich natürlich gefreut, dass er mich unterstützen wollte. Finde ich super. Fand ich richtig nice. Aber mir würde es auch auf den Sack gehen. Und, aber du hast heutzutage einfach kaum andere Möglichkeiten, wenn du auf YouTube berühmt werden willst. Und vor allem, was heißt eigentlich berühmt? Warum muss man unbedingt auf YouTube was Großes werden? Wofür macht man dann diese Videos? Diese Leute, die einen berühmt werden wollen, die frage ich immer ganz gerne, warum machst du denn überhaupt diese Videos? Wenn du das nur machst, um halt zu zeigen, was für ein großartiger Typ du bist, kannst du das gleich in die Haare schmieren, denke ich mir dann jedes Mal. Weil du dann halt nicht aus Spaß machst, diese Videos, weißt? Du machst da halt nicht gerne, sondern du willst einfach, oh ja, Klicks, oh berühmt, ich will wissen, wie toll ich bin. Schreibt mir das in die Kommentare. Ah, es ist eine ganz zwiegespaltene Sache bei mir für mich. Wie gesagt, also, ja, also man kann es machen, aber man soll es halt nicht penetrant machen. Und dann wirklich sagen, ich habe das auch mal so gemacht. Was sagt ihr dazu? Was könnt ihr mir vielleicht da Tipps geben, was ihr beschissen findet? Man sollte sich natürlich dann nicht wundern, wenn das auch mal ein Shitstorm auf einen dann niederprasseln könnte. Das darf man wiederum nicht vergessen in der Art und Weise. Das ist natürlich, das muss man ganz klar sagen dazu. Ja, also das habe ich. Ich habe auch ab und zu mal ein paar. Ich habe es auch mal gemacht. Also ich, wenn ich das mache, mache ich immer so eine Spaßwerbung halt draus, ne?
Wie zum Beispiel einmal hat er gesagt, wenn ihr mich das noch ein und einmal fragt, dann müsst ihr mich schlagen. Da habe ich ihn angeschrieben, da habe ich das unter den Kommentar geschrieben, habe geschrieben, ja, warum machst du das? Haha, jetzt muss er mich, jetzt kommt er zu mir und schlägt mich. Und dann habe ich halt noch drunter geschrieben, tja, und wenn ihr wissen wollt, warum ihr mich, warum ich mich so freue darüber, weil er persönlich zu mir kommt. Und dann kann ich mit ihm mal ein Let's Play Together machen, dann passt das schon, wenn er gerade mal hier ist. Also so ein Spaßreden, das ist mal ganz interessant, wenn du es mal so bringst und mal ein bisschen machst und sowas. Heißt ihr das? So, was darfst du nicht sofort bringen? Ja, und von Silos wissen wir ja, dass der eigentlich mal dass der eigentlich normalerweise anders war. Scheiß Rüpel. Piss dich. Ich hab jedes Mal Schiss, dass das irgend so ein Affe ist, der gerade, Achso, das hat er hier zugeschüttet, hier, der blöde Arsch. Müssen wir neu aufschütten hier, oder was? Blöder Wichser. Ich weiß vielleicht, wie wir den loswerden. Na, dafür brauche ich erstmal einen Hund. Aber leider kämmen sich ja Katze und Hund zu extrem. Dann müssen wir mal schauen. Ja, also wie gesagt, so werbungsmäßig bin ich eigentlich gar kein Freund von. Und wenn ihr YouTube-Videos auf YouTube macht und es nur macht, weil ihr Klicks haben wollt, dann fragt euch mal, warum ihr keine Klicks habt. Weil die Leute mich merken, dass ihr es nicht aus Spaß macht. Ja, vielleicht habt ihr ja Spaß dran. Vielleicht ist es ja auch so. Aber wenn man sich halt dann in dem Moment denkt, ja, ich mache das jetzt wegen der Klickzahl oder sowas. Ich glaube, das merken die Leute. Das, ja, glaube ich, hat dann auch dementsprechend halt was ist denn hier los? Ich kann so viel draufspringen, wie ich will. Na egal. Natürlich will man irgendwo Klicks haben. Man will halt, dass es auch anerkannt wird, was man hier macht. Man möchte halt so selbst, ich sage jetzt einfach mal Selbstbefriedigung dazu. Möchtest du natürlich, dass da auf Klicks sind. Du willst natürlich von anderen hören, dass es gut ist, was du da machst. Das geht mir nicht anders. Ganz klare Sache. Davon kann sich keiner lossprechen, weil jeder Künstler macht es ja im Endeffekt, um anderen zu gefallen. Habe ich ja auch mal dazu gesagt, habe ich ja in meinem letzten Video gesagt, das ist bei mir auch am Anfang nichts anderes gewesen. Vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, bei meinem Erstkanal, den ich jetzt mal nicht benennen möchte, habe ich das auch gemacht. Ich habe halt gesehen, oh, die YouTuber sind dadurch berühmt und hast nicht gesehen. Da muss ich sagen, habe ich es auch gemacht. Da habe ich genau das gleiche gemacht. Da habe ich auch, weil ich halt, bekannt werden wollte. Was aber auch daran lag, dass ich in meinem Leben noch nicht viel erreicht habe. Und vielleicht da irgendwie versucht habe, dann dort vielleicht etwas zu werden. Dass ich damit vielleicht irgendwie kompromieren wollte, wollte ich gerade sagen. Ergänzen wollte. Aber irgendwann habe ich mir selber gedacht, boah, wie bescheuert das ist. Und dann habe ich nach einer Zeit auch selber keine Lust mehr bekommen, dann die Videos zu machen. Weil ich selber bemerkt habe, die Videos sind eigentlich scheiße und das machst du eigentlich nur so auf die Schnelle. Es war halt so ein Fun-Video gedönt. Halt, das habe ich einfach nur so Comedy. Sind auch ein paar andere, da habe ich halt dann Videos hochgeladen, die ich gezeichnet habe und so einen Scheiß habe ich dann noch dazu geknallt. Unterschiedlichste Sachen halt, Musikvideos und bla bla bla. Vielleicht müssen wir mal gucken. Mal gucken, ob wir mal Sachen machen. Habe ich am Anfang, wie gesagt, auch nicht anders gemacht. Und bei diesem Kanal habe ich ja, wie ich schon erzählt,
Ach, scheiß, nichts Neues. Ja, da weiß ich jetzt, habe ich es genauso gemacht und bla bla bla. Habe ich jetzt bei diesem Kanal, wie ich schon gesagt, auch aufgehört mit so zu denken, weil der bringt halt nichts. Der macht halt einfach keinen Sinn. Auf Zwang jetzt da unbedingt, jetzt was rauszuhauen oder sonst irgendwas, das mag ich auch nicht, wie gesagt. Und das ist jetzt so die Werbung, mache ich auch nicht. Ich meine, wenn ihr das so sagt, ich gehe auch mal zu Freunden und sage, hier, ich habe mal das und das Video gemacht, ich sehe, das interessiert dich ja so ein bisschen, kannst ja mal gucken, kannst mir auch mal dazu was sagen. Aber wenn ihr halt zu Freunden sagt, ey, guck dir mal den an, der ist ganz cool, aber so penetrante Werbung wirklich, nee, lass das bitte. Also dann habe ich lieber wenige Klicks als Leute, die dann sauer bei mir sind, ey, jetzt hör mal auf hier, Werbung zu schalten, hast du irgendwas? Möchte ich ja auch nicht. Das ist ja auch noch so ein Hintergrund. Da kommen natürlich einige an und meckern dann halt viel rum. Vor allem für einen jungen YouTuber wie mich kann das dann auch mal tödlich enden, wenn man dann halt zu viel Kritik auf einen Schlag halt entgegengeschlagen bekommt. Miau, miau. So. Jetzt haben wir hier die ganze Zeit tot geredet. Hast du nicht gesehen? Jetzt weiß ich aber langsam wieder nicht, was ich machen soll. Wir müssen noch ein paar Levels bekommen. Und dann müssen wir mal schauen. Scheiß Kerl. Kommt er hier rüber? Ne, er verzieht sich. Ihr könnt mir ja eure Meinung mal in die Kommentare schroten, was ihr dazu sagt, ob ihr so gut platzierte Werbung halt in Ordnung ist oder halt, ob ihr eher sagt, lieber keine, dafür Ruhe. Ich kann es halt verstehen, dass man halt dann in die Versuchung kommt, Werbung zu machen, weil es wirklich verdammt schwer ist. Vor allem hat auch einmal ein großer YouTuber, den Namen kann ich jetzt einfach mal nennen, der, scheiße, jetzt komme ich nicht auf den Namen, glaubst du es denn? André von App Crime, auch mal in einem Interview gesagt, bei Focus Online kann man es sehen, ohne, dass dich jemand hochpusht oder supportet, kannst du meist vergessen. Kannst du so gut wie vergessen, dass da überhaupt was funktioniert. Dass du ohne wirklich groß wirst. Klingt komisch. Ist aber so. So, warte mal, pass mal auf. Wir müssen jetzt irgendwie mal langsam, ne? Eine verfaulte Haselnuss. Check das aus. Komm, wir machen jetzt mal Rushberry. Wir kaufen jetzt mal. Oder warte mal, wir wollen ja keine Haselnuss kaufen. Wir haben doch hier, haben wir einen Tannenbaum. Bäum. Tannenbäumchen. Eine verfaulte Haselnuss. Die suchen wir jetzt mal. Was haben wir hier? Hat nix. So, warte mal. Ich glaube, dieser Baum ist kaputt. Ah, gut. Hätte man verkaufen können, allerhöchstens, aber jetzt noch so einen Baum hier stehen haben, wollte ich nicht. Kommt nichts runter. Was ist denn das?
Kann ich das bei Gegenständen irgendwie? Hier ist nichts. Ist auch nichts. Ist auch nichts. Denn das? Geh mal weg da jetzt. LOL.